Herzlich willkommen zu Teil 2. Wir machen auch direkt weiter, um gar nicht allzu viel Zeit zu verlieren und bringen direkt hier bei unseren beiden Abstellgleisen die Abstandshalter an. Das war in dem Fall ja Teil 1 schon angesprochen für den breiten Gleisabstand. Ich möchte ihn ungefähr hier ab der Einspeisung erreicht haben. So, das heißt, ich kann jetzt schön sauber hier die Klebekante anzeichnen. Ich habe mir da jetzt mal so einen lila Holzstift genommen. Das erkennt man einfach ganz gut auf dem Untergrund. Deshalb, das ist der einzige Grund. So, gut, jetzt kann man das Ganze direkt wieder anheben und mit folgendem Produkt, nämlich Hugo-Pura, verkleben. Ja, das wird jetzt hier aufgebracht und ja, dann reingedrückt. Das ist das nächste, was wir jetzt machen. Das werde ich jetzt aber ein bisschen beschleunigen. Gut, ihr Lieben, ich habe mich entschieden, das Ganze doch nicht zu beschleunigen, denn ich möchte noch ein bisschen was dazu erklären. Ihr seht, ich habe jetzt die Bettung mit Gleis einfach nach hinten geklappt, hier natürlich die Schienenverbinder gelöst und wir sehen hier jetzt unseren Gleisverlauf. Ja, und den pinseln wir jetzt großzügig ein mit unserem Hugo-Pour, wirklich großzügig. Und zwar hier bis zur Modulkante. Der Pinsel ist danach am Haar. Deshalb ist es auch nicht weiter schlimm, den hier jetzt völlig zu verschmutzen. Ihr bekommt den nicht sauber, das könnt ihr vergessen. Nur mit großem Aufwand. Und das lohnt sich eigentlich nicht, da man so 5 Pinsel irgendwie für 1 Euro mittlerweile bekommt. Das ist dann eigentlich jetzt nicht weiter schlimm. So, hier kann man auch rund um die Einspeisung und auch beim Modulübergang, gerade da ist es ganz wichtig, dass nicht zu wenig von dem Kleber da ist, da das später ja das Gleis und letztendlich auch die Bettung fixiert dann. Wobei man sagen muss, dass wenn ich die Anlage trenne und dann wieder zusammenfüge, ich sowieso an der Stelle Schienenverbinder setzen werde. Somit habe ich da eigentlich das Problem gar nicht, dass es sich verziehen wird. Und im allerschlimmsten Fall würde ich dann die Verbindungen neu verlöten, wenn es da Schwierigkeiten gäbe. Auch das sollte kein Thema sein. So, das muss reichen. Wie gesagt, das war's mit dem Pinsel. Wir schließen jetzt schnell gleich hier die Tube, damit es nicht austrocknet. Übrigens gibt es das auch in Tuben, nicht nur in Dosen. Also ich habe eben Tuben gesagt, es war aber falsch. Ich empfehle euch auf jeden Fall eine Dose zu holen, sonst habt ihr unglaublich hohen finanziellen Aufwand. Da kostet nämlich eine Tube, kostet glaube ich 6, 7 Euro und da kriegt ihr 2 Meter Gleis hin und mit so einer Dose, die kostet 15 oder 20, da kriegt ihr eine ganze Anlage. Also von dem her, hört auf meinen Rat und holt euch eine Dose hin. Gut, jetzt können wir das Ganze hier ein bisschen von den Schottersteinchen befreien, damit es auch gerade aufliegt. So, lassen unsere Einspeisung wieder versinken hier. Beziehungsweise ziehen etwas von unten. So. Jetzt natürlich hier zuallererst mal die Schienenverbinder wieder rein. Das ist das Wichtigste. So. Jetzt können wir anfangen, das Ganze hier schon leicht vorzufixieren. Was ich jetzt noch machen muss, ist wieder das Profil ranziehen an den Schienenverbinder. So. Und jetzt nehme ich mir im Endeffekt auch schon die Stecknadeln und beginne das Ganze richtig zu fixieren. Und nach 2 bis 3 Stunden ist das Ganze fest und man kann die Stecknadeln dann problemlos entfernen. So, hier gehen wir mal auf Gleisabstand. Und da, wo wir ihn zuerst möchten. Und beginnen jetzt von vorne nach hinten das Ganze zu fixieren. Da muss man jetzt auch nicht geizig sein mit den Stecknadeln. Ja. Ihr wollt ja, dass das Ganze fest wird. So. Ich hoffe, ich wecke jetzt meinen Sohn nicht. Das ist immer so das Risiko dabei. Der macht nämlich ausgerechnet jetzt sein Schläfchen. Ja. Am besten passt ja auch, dass er in das Zeug nicht reinfasst. Das ist nämlich echt eklig. Und es klebt. Hier setze ich jetzt ein paar mehr
schon ein bisschen arg mit der Schwelle, da ich ja hier den genauen Abstand schon brauche. Und ich möchte hier keine Biegung mehr drin haben. Ja, um das zu vermeiden, muss ich hier einfach ein bisschen mehr fixieren. Um die Einspeisung und den Modulübergang. Und versetze auch öfters mal hier den Abstandshalter, um eben nachzukontrollieren. Ja, das ist ganz wichtig. So. Jetzt besteht die Gefahr, dass es hier wieder rüberrutscht. Deswegen halte ich es hier die ganze Zeit auch fest. Und deshalb fixiere ich es jetzt hier an der Innenseite nochmal. Und man sieht, jetzt ist es fest. Ist auch überall nach unten gedrückt. Dann machen wir hier ganz regulär weiter. So. Jawohl. Und dann zum Schluss eben noch zwei. Gut. So, was ich jetzt immer mache, ich schaue es mir von der Flucht her an, ob die Gleise auch wirklich gerade liegen. Und wenn das der Fall ist, nach der Qualitätsprüfung sozusagen, lasse ich das Ganze dann festtrocknen. Das war auch eigentlich schon das ganze Hexenwerk. Jetzt gehen wir nur noch hin und bessern die Schwachstellen aus. Also hier logischerweise und an der Einspeisung. Und dann sind wir auch schon fertig. Wie man sieht hier, die Gleise liegen schnurgerade. Das ist dann immer die Qualitätsprüfung, die ich nochmal mache, weil man es aus der Ansicht dann einfach viel, viel besser erkennen kann. So nochmal als Tipp im Nachhinein. Gut, wie gesagt, wir kümmern uns jetzt um diese hässlichen Lücken und um die fehlenden Schwellen. Und dann werdet ihr sehen, zum Schluss erkennt man hier nichts mehr. Also weiter geht's. So, ihr Lieben, sind jetzt einige Stunden vergangen, heißt, die ganze Geschichte muss trocken sein und ich habe, wie ihr seht, die ganzen Lücken geschlossen. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal gleich in Nahaufnahme. So, und hier haben wir unser fertiges Ergebnis. Ich denke, das kann sich durchaus sehen lassen. Sieht jetzt eigentlich fast aus wie C-Gleis, allerdings muss man ganz klar sagen, es lässt sich wesentlich schwieriger verlegen, logischerweise dann im Nachgang auch mit der Bettung und dem Schließen von den Einspeisepunkten wie hier. Man sieht also wirklich nur noch minimalst die Drähte und wenn das Ganze später gealtert ist, ist es nicht mehr zu erkennen. Ja, was das Alter angeht, da mache ich gerade so ein paar Tests, zeige ich euch noch kurz abschließend. Wie gesagt, mit der Revell-Farbe, wenn ich mich nicht irre. Genau, ja. Revell-Farbe Rost. Also hier habe ich einfach nur mal das Schienenprofil angemalt. Hier bin ich hingegangen, habe mal noch etwas von der Bettung mit angemalt und die Schwellen gefällt mir aber auch noch nicht. Ich muss also noch ein bisschen rumtesten. Mal gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht machen wir das Ganze heute Abend in einem Livestream. Da habe ich nämlich mega Bock drauf und heute wäre auch die Zeit dazu. Also dann, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, ihr Fragen habt, haut es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, wer wissen will, wie es hier weitergeht und die Anlage vollendet wird. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Euer Bim und tschüss.